Das ist richtig. Das ist der Laserpointer-Simulator. Ich weiß, was ihr alle denkt. Was ein Scheiß. Nein, nein, durchaus nicht. Man kann immerhin diesen Knopf nicht drücken. Ja, das ist der Laserpointer-Simulator. Wir können es in 3D machen. Der Strahl reflektiert sogar. Wir können die Reflexion hinzufügen. Ja. Oder einen realistischen Laserstrahl nehmen, der nur einmal geht. Guckt euch das an. Ohne Scheiß, nein. Ich finde es nicht mehr lustig. Wer installiert sich sowas bitte? Und es ist in den Top-Spielen im Google Play Store gelandet. Warum? Warum? Wer holt sich sowas? Ich meine, okay, ja, ich jetzt. Aber nur, weil ich es echt für Scheiße halte. Ja, es passt perfekt auf meinen YouTube-Channel. Der Hammer. Wie all meine Videos ist auch das wieder der Hammer, Leute. Ich habe vorhin mal so ein bisschen durchgeguckt, ne? So, geguckt, was es noch so für Videos gibt, so zu dem Spielen, wo ich so Videos mache. Und mir fällt auf, so schlecht bin ich gar nicht. Und ich gebe mir alle Mühe, um scheiße zu sein. Also wirklich. Wirklich scheiße zu sein. Aber da sind Leute. Ja, da hast du dann zum Beispiel ein Spiel wie jetzt hier den wunderschönen geilen Laserpoint-Simulator, einen seitlichen Textfenster offen und da schreiben sie dann Sachen zu. Und dann hört man auch noch die ganze Zeit. Anstatt dass sie einfach reden, verdammt. Oh nein, 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 das ist zu aufwendig. Und gibt es wiederum Leute, die downloaden sich den Laserpoint-Simulator und schreiben dazu dann Kommentare wie: Das funktioniert ja gar nicht so, wie ich gedacht habe. Da kommt jetzt kein Laser aus meinem Handy. Warum geht das nicht? Und noch viel besser ist, ich bin auf den Sonnenbank-Simulator gestoßen oder was auch immer das war. Ja, da hat man dann zwei UV-Leuchten auf sein Handy, soll sich da vorlegen und sich bräunen. Gut, jedem dürfte klar sein, dass das nicht funktionieren kann. Ein Handy macht kein UV-Licht. Nein. Nein, zumindest nicht in Mengen, dass es einen bräunen kann. Vielleicht minimal, so ein ganz kleines bisschen am Rande. Nada, nichts. Aber dass Leute glauben, wenn ich mich da vorlege, ich habe das eine halbe Stunde auf mich draufgelegt, ich bin jetzt nicht braun geworden. Ja, wirklich. Hättest lieber irgendwas in dein Hirn legen sollen, wenn da ein Stein drin liegt, ja, wärst du vielleicht intelligenter. Ein Stein so im Kopf, wenn du bewegst, klackert, dass man so tak, 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 tak. Ja. Ja, genauso diese App hier. Top-Spiele. Ist da drunter gewesen. Wie kam das in diese Liste rein? Ich meine, okay, Bubble Witch ist auf Platz 1. Wie kommt das da rein? Naja. Dann haben wir unten jetzt auch geile Werbung. Was ist das? Nachhilfe. Wir sollten uns Nachhilfe holen. Ja, vielleicht hilft das. Vielleicht verbessert das meine Videoqualität. Aber vielleicht ist das auch einfach die richtige Werbeanzeige für Leute, die sich erstens diese Videos angucken, zweitens diese Videos machen und drittens sich diesen Kack überhaupt downloaden. Traurig ist, dass ich gerade in zwei dieser Kategorien reinpasse. Leute, bitte. Es ist doch wie logisch, dass das hier nicht funktionieren kann, oder? Ja, schön. Ich habe jetzt hier so einen hässlichen Laser, den ich jetzt über 10.000 Ecken reflektieren kann. Was dann sogar scheiße aussieht. Aber der Sinn dahinter, der ist mir nicht ganz klar. Und warum sich das Leute downloaden, ne? Verstehe ich noch weniger. Warum tut ihr das? Das Spiel hat nicht mal einen Sinn. Nicht mal ein bisschen. Bitte, bitte, hört auf. Hört auf, euch sowas anzugucken. Das ist doch peinlich, oder? Sehr peinlich. Gut, also in diesem Video habe ich mich einfach mal ausgekotzt, so ein bisschen. Naja, ausgekotzt auch nicht wirklich, ne? Einfach mal ein bisschen doof rumgelabert. So passe ich zu meinem Channel halt, ne? Scheiße über Scheiße. Das ist mein Motto.
Okay, jetzt sieht das so aus, als wenn mein Laser verkrüppelt und hässlich ist. Nein, er ist kaputt. Naja. Okay. Also, wieder mal ein sehr tolles Video über diesen Simulator. Er funktioniert. Mein Fazit, also, ich gebe ihm 5 Sterne, er macht genau das, was er will. Was er soll, nicht was er will. Er funktioniert, naja, da oben die Ecken, da seht ihr das. Das ist nicht ganz schön geworden, auf der Seite auch nicht. Er lässt sich scheiße steuern, er sieht scheiße aus. Er existiert nur, weil jemand Scheiße im Kopf hatte und Leute downloaden sich das nur, weil sie noch mehr Scheiße im Kopf haben. Das ist der Sinn dieses Dingens und naja. Und schreibt bitte in die Kommentare, warum ihr meine Videos guckt. Oder warum ihr dieses Video jetzt guckt, zum Beispiel. Weil ich glaube nicht, dass ihr euch den Rest anguckt. Und wenn ja, na klar, lohnt sich das. Also. Alle top. Qualitativ der Hammer. Der Hammer, Leute. Ich sag's euch. Und ich verpiss mich jetzt wieder ohne Verabschiedung. Tüdelü. Was der schwule Scheiße, Tüdelü.